So, weiter geht's heute mit Breakfast. Und wir gucken mal, was wir hier so haben. Das ist was anderes, das habe ich jetzt keinen Nerv zu. Mit den Schoolrun haben wir schon gefahren. Hier haben wir ein Turnier. Dann machen wir heute 4 Rennen und morgen 4, dann machen wir Montag 4 Rennen. Würde ich sagen. Naja, fangen wir auf jeden Fall mal an. Es ist wieder Ovalrennen, das heißt, das ist dann nicht so viele Rennen. Aber wir machen dann 4-4, den Split. Ich glaube nicht, dass ich euch das komplette Turnier heute zeige. Machen wir mal Turniere. In der ersten Folge haben wir ein bisschen verkackt. In der zweiten Folge haben wir es dann Turnier gerockt. Jetzt machen wir den ersten Teil von dem Turnier und am Montag nochmal. Dann haben wir es geschafft, in Breakfast auch die Turniere zu weit abzuschließen. Um uns gute Punkte zu holen. So, 500 Schaden machen und fahre die beste Runde. Ist die Aufgabe. Auch hier geht es wieder. Nein, es geht nicht darum. Es geht einfach nur tatsächlich wieder Punkte. Okay. Also, 12 Runden mal fangen wir an. Machen wir. Jetzt wollen Sie es aber gerade wissen. Die beiden Führenden erstmal wieder einfangen da vorne. Dexter und Nerdhammer. Die zwei, die momentan das Rennen. Ganz verrückt in dem Arsch. Weil ich will das Rennen gewinnen und müsste das Rennen gewinnen. Ja, der weiß, was er kann. Ja, und vor dem Wechsel ist der Texas-Sound weg. Zumindest statt jetzt. Mach mal weg, Waldquascher. Jagt mal den Führenden da vorne. Volvo, der muss da vorne mal raus. Jetzt ist er weg. Was soll denn, wenn die sich hier hinten natürlich... Klar, es geht auch hier hinten um Punkte, ne? Klar, dass die sich jetzt anfangen zu jagen. Den hat er ganz schön weggeschäppert, gerade den Kollegen. Vier Runden haben wir noch. Als Aufgabe, fahr die beste Runde. Okay, bisher bin ich die beste Runde gefahren. Okay, die fürchten sich jetzt alle raus, ne? Haben wir die beste Zeit gesetzt. War das gerade der Dings hier, der Entführende war die ganze Zeit? Der sich da jetzt gerade komplett weggehauen hat. Nummer 1, Bennett. Ja, tatsächlich. Der Hammerhead.
Frontex Sound hat sich verabschiedet. Okay, egal. Wir haben unsere Aufgabe gelöst. Wir haben es geschafft. Wir haben uns im ersten Rennen durchgesetzt. Heute folgen auf jeden Fall noch 3 weitere. Das ist ganz klar. Und im Montag geht es dann weiter mit dem nächsten. So, weiter geht es auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem nächsten. Jetzt gibt es wieder ein anderes Rennen, nämlich Crash Canyon. Heißt es. Wie gesagt, insgesamt gibt es immer 4 Rennen pro Tag. So, dauert natürlich einen kleinen Moment jetzt wieder. Okay, sorry, ich hab's ein bisschen verpennt, gerade gehen wir mal rein. Na dann auf. Boah, Alter, die wollen aber auch gerade kräftig uns auf die Höhe mit. 10. momentan nur 8. Oh, also auf jeden Fall nochmal Autos rausdrehen, das ist klar. Das war jetzt übrigens keine Absicht, den jetzt so rauszuhauen, weil dadurch, dass er sich mit dem Ab... Dankeschön, Baba Dan, mein Freund. Alter, langsam haben sie jetzt haben sie uns gerade so ein bisschen auf dem Schirm. Nur du darfst nicht vorbei, du darfst nicht vorbei. Da ist definitiv nicht vorbei. Ich bin momentan nur 6. Weil wir uns aber gerade alle so ein bisschen auf dem Schirm haben oder gerade alle ein bisschen wegdrehen wollen. Da ist mein Freund Texas aus. Mein Freundchen. Jawohl, weg damit. So, jetzt sind wir 2. Weil hier das gelbe Auto ist vorne noch rumfußt. Jetzt noch unbedingt. Boah, wir haben noch 12. Wir haben noch 9 Runden. Ne? Weißt du? Oh Gott, jetzt stehen die noch mit der Lichtabdeckung. So, denn überhaupt jetzt Aufgaben. 3 Runden Führung. Okay. Da verabschieden sich gerade einige Autos weg. In der ersten Runde sind wir jetzt in Führung. 3 aber auch da. 3 Autos rausgecrasht haben wir. Check. 8 Runden. Ja, es ist ein sehr langes Turnier. Wieder, wenn es so regelmäßig 5 Runden sind. Ein kleines Arschloch, Alter. Schön in die Seite reingelegt. Oh, das war mir fast klar. Mein Gott. Na gut, das hat ja seit insgesamt, nicht seit 3 Runden in Folge. 3 Runden hintereinander, oder?
Runden erreicht. Drei Runden. Seit mindestens drei Runden zu. Ja, ja, genau. Nicht drei Runden in Folge, sondern drei Runden im gesamten Rennverlauf. Ja, mal gucken, wie viel es am Ende dann noch, werden. Im Laufe des Rennens. Ja, da sagen wir mal, wie viel noch übrig bleiben. Ja, 90. Egal, sollen sie ruhig rumstehen. Interessiert mich nicht, sollen sie mich in Ruhe lassen. Also da fleißig stehen, bis sie ein bisschen Laune haben. Jetzt geht's hier ab, Alter. Glück gehabt, weil der hat es auch noch mal mit erwischt. Und zwar mit der Geschwindigkeit in dem Flug. Aktueller Vorsprung nochmal mit 14 Sekunden. Also wir sind gerade. Das war fast eine halbe Sekunde, haben wir vor, aber weg. Da fliegt noch ein bisschen was, da höre ich doch ein bisschen was hin. So, was ist denn? Bei dem hier gerade. Ich habe jetzt nicht ein Auto vor mir. Da hat es, glaube ich, gerade den nächsten so ziemlich mitgenommen. Na, der Minenwetter, der hat noch ein bisschen was zu melden, aber der ist auch weg. Hat er sich verabschiedet, aktueller Vorsprung mit Hahn. 17, knapp 17 Sekunden gegen Oldboy. Ich glaube, das ist gerade der nächste gescheppert hat. So viele Autos rum, von der 11 sind wir jetzt schon. Warte, wir kriegen sich wieder zwei. Es könnte auch der Rest, könnten die Minenwettler und Waldquascher sein. Ja, ist es soweit, ist es auch. Der Viper ist raus, den habe ich gerade aus dem Rennen genommen. War aber auch nur der letzte Rest vom Schützenfest. Nochmal gewischt. Nicht gesehen, wer. Ach, hier ist der Minenwettler, der ist hinter mir. Ich fürchte, dass gerade so gefühlt der einzige bin, der noch drin war am Ende. Mein erster Simmer. Ne, nicht ganz. Es waren am Ende noch 6 Autos unterwegs. Aber wie gesagt, ich habe die beiden Jungs überrundet. Damit habe ich mir das sowas von souverän mit nach Hause geholt, das Ding hier. Und gehen wir mal in Lauf Nummer 3. Wir fahren eine kleine Achterform.
Big Valley Speedway. Eine kleine Achterbahn. Drei Gegner quetschen und 500 Schaden sollen wir heute verursachen. Ja. Auch hier sind es wieder 24 Autos, auch hier sind es wieder 12 Runden. Und das ist besonders witzig, weil sich die Strecke irgendwann kreuzen wird. Und meine Pech hat, wenn sie genau im Feld. Ja, nur so am Anfang geht es ja noch, aber dann am Ende wird es richtig witzig noch. Da kann so ein Auto, was auch mal von links kommt, der das komplette Rennen auseinandernehmen. Auch haben wir es bisher geschafft. Runde. Ja, wir haben die Strecke wieder zwei Hälften. Das sind 12 Runden, sind immer lange. Deswegen, wie gesagt, auch der Split, den ich heute reinsetzen werde. Das ist der dritte Lauf jetzt. Jetzt haben wir nämlich so ein Problem, aber wir kommen durch. Runde 3. Nein, das kann nicht nur mir passieren, das kann und es wird auch im Rest des Feldes passieren. Dementsprechend genau das ist jetzt passiert, deswegen haben wir jetzt gerade auch nur noch Zweiter. Das Auto, was da vor mir ist, könnte jetzt getrunken mal ignorieren. Angriff, Dirt Trooper, der möchte natürlich jetzt an uns vorbeigehen. Ist sein gutes Recht. Die ersten zwei Läufe haben wir nämlich klar gewonnen. Das wird ein sehr, sehr langes Turnier. Ja, geht's noch. Bisher geht's noch. Da sind wir noch durch. Jetzt gleich die Hälfte rum. Also die Hälfte der Renndistanz heute. Ja, was ich meine, ich werde die ganze Zeit. Es kann auch ganz, ganz schnell wieder anders ausgehen. Das ist immer so ein bisschen das Risiko mit diesen Achterformen. Wenn du Pech hast, dann bist du nämlich unweigerlich in der Seite. Unsere Führung auch los. Einer klebt von der Backe, der andere, der möchte gerade noch vorbei. Baby Breaker, gehen wir nicht auf den Nerven. Na, das gab auf jeden Fall eine Berührung mit der Wand. Geht vom. Oh, bitte. Ja, da hat es immer schön einen mitgegeben, sonst, dass wir da an der Wand gelandet sind und jetzt landet auch der Dirt Trooper mal in dem Feld. Ein Auto raus. Das hat natürlich sich aber auch instant vor mich gedreht. Ach, so, ne? Verschwinde, ich habe da vorne noch keinen Rivalen, ich doch wollte. Oh, Glück hat der ein Glück, dass er nicht erwischt wird. Ich wollte ihn eigentlich schöner Meckern mitgehen. Jetzt habe ich dich, mein Freund. Der wird natürlich super geschützt jetzt gerade von allem, was da oben verkreucht und fleucht. Also ich glaube, dass wir das gerade nicht gewinnen können, das Ding. Ja, wir sind wieder führend. Na, doch, zwei Runden, aber das wird noch eng. Weil die gerade die Kotterhände so ganz schön einen kleinen Panzer um sich rum, ein paar Autos um sich rum. Noch eine Runde, also eine Runde der Rest von dieser hier.
Vor uns ist jetzt noch ein Auto. Letzte Runde. Da halte ich jetzt. Ich will jetzt eigentlich das Rennen gerne noch allzu grün, dann hätte man drei Läufe in Folge gewonnen. Zweck und uns holt den Sieg damit, also nicht damit, aber es war kein, jetzt kein Kuttrennen in Position, es war jetzt einfach einer, der ein bisschen berundet war. Wir haben nicht jetzt Runde. So, weiter geht's mit Lauf Nummer 3 für heute, der vorletzte übrigens. Wie gesagt, ich werde nach 4 Läufen einen kleinen Split einsetzen. Wir haben irgendwas mit Looping. Ne? Lauf Nummer 4 ist das sogar schon mittlerweile. Das ist sogar schon der letzte Lauf heute, den ihr jetzt habt. Oder den ich jetzt euch mir angucke. Und auch hier wieder 12 12 Runden wahrscheinlich. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis ihr wieder durchgeladen habt. So, auch hier sind es wieder 12 Runden und halt wieder in diese Strecke halt der Loop. Ja, also geht davon aus, dass das Looping in der rechts ist, den wir dann gleich noch sehen werden. Das war sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt gerade drauf zufahren. Ja. Da hat auf jeden Fall. Oh, wir haben ein Auto rausgedreht. Ja, was passiert? Das wird auch nicht das erste Mal gewesen sein. Auf dem Holz hier. So, wir holen den Looping. Ah, 2 Punkte, das ist ein hartes Turnier einfach. Dass ich auch nicht, dass ich mir auch nicht Punkte gibt. Da hat es auf jeden Fall einen mitgenommen. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt ein Kontrahent direkt war. Aber ich glaube, es war ein Kontrahent. Ich glaube, es war einer der mit auf der 2 oder so, die 3, keine Ahnung. Aber ich weiß es halt nicht. Oh, da kleben wir schon im Looping. Boah, war das knapp. Da bin ich nämlich über das blaue Auto noch übergeflogen, was da noch war, kein. Ich hatte noch 7, irgendwas Sekunden. Ja, das wird sich jetzt natürlich erinnern, weil ja klar. Da klebt noch ein paar Autos in der Looping.
Ich fahre jetzt mein Ding genau nach Zähne. Ich werde ihn mit dem Heck kommen lassen, damit ich hier nicht so jetzt die Zeit verliere, sondern das was rauskommt. Ja, die Zeit müssen wir ja ein bisschen gucken. Jetzt sind wir bei 10 Minuten, das ist nicht klar. Lassen den Looping das umzulenken. Das hat mich der Kollege gerade geschafft. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte rum, das Rennens nur so nebenbei. Warum ich das gerade gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber egal. Die Mutter war beschädigt, das ist wohl. Sehr gut eigentlich ausgesucht, das Turnier hier. Das ist auf jeden Fall super da. Dass sich einer verabschiedet. Klar, umso mehr Schrott hier rumliegt, umso schwerer wird immer die Beschädigung. So, Runde 9. Ach, das ist der Texas-Sound hier vorne, der Platz 4, der vierte. Das komische Taxi hier, das ist London-Taxi, weißt du, wisst ihr? Du Arschloch. Da ist er mir schön in die Karre gerutscht. Ach, gebt mir doch nicht alle Geister. Ich komme in den Looping nicht rein. Ich verliere Zeit, weil ich in den Looping nicht komme. Weil sie mir da regelmäßig... Ich verliere das komplette Rennen. Das ist ja heißt Todeslooping. Ich weiß das. Aber ich bin jetzt 4-5 Mal. Ich habe jetzt über 20 Sekunden verloren an dem Ding hier. Ich war so schön dran, ich war nämlich an der Überrundung dran. Und dann haben wir mit seinen ganzen Kumpels gedacht, ey, der Führer, der muss ja wegquetschen. Dann haben wir das, haben sie das gemacht. Dann sind wir über 20 Sekunden in dem Fall. Ich hatte schönen Ohren, hatte guten Vorschlag, 25 Sekunden. Ich war ja dran, ich war ja an der Überrundung schon dran. Und vom vierten. Den hat es gerade gut zerlegt und noch zwei Runden. Ja, das Auto sieht auch nicht mehr so ganz so sauber aus. Sah mal schön aus. Und naja, vorletzte Runde. Ich muss der letzte Lauf, wie gesagt, Leute.
Oh, war das knapp. Ich hab fast das nächste Auto weggenommen. Habe ich die Aufgaben geschafft? Nee, das ist wohl leer. Letzte Runde war es heute. Ja, das ist nicht mehr, aber das ist in dem Moment egal. Wir gewinnen Lauf Nummer 4. Und mit Lauf Nummer 5 geht es dann sofort weiter. Also nicht sofort, sondern morgen. Ja, kurz am Montag. Dann schauen wir mal, was wir da noch kriegen. So, und dann schauen wir mal. Sehen wir uns dann morgen an. Montag an. Ja, bis dahin. Tschüss.